Willkommen, verehrte Damen und Herren. Abo 6. Wir blicken zurück auf ein außergewöhnliches Konzertjahr, möchte ich sagen. Und Rückblick ist auch sozusagen das Motto dieses Konzertprogramms, das ich jetzt mit Daniel Spohr ein bisschen ansprechen möchte. Ein sehr schönes, romantisch, klassisch geprägtes Konzertprogramm. Der Titel ist Retrospectus. Und das klingt für unsere Ohren ungewöhnlich, wie eine Pflanzenart oder ein ausgestorbener Dinosaurier. Wie kamst du dazu, dieses Konzertprogramm Retrospectus zu nennen, Daniel? Ja, Retrospectus. Ich bin auf diesen Titel gekommen, weil alleine dadurch, dass das Wort Latein ist, glaube ich, hat es eine Suggerierung, dass es mit Stücken zu tun hat, die mit Werken zu tun hat, die aus einer anderen oder die auf eine andere Zeit blicken, auf eine ältere Zeit blicken. Heißt nichts mehr als Rückblick, wie du schon gesagt hast, aber in allen drei Werken gibt es Merkmale oder Charakteristika, die auf alte Stile oder auf ältere Zeiten zurückblicken halt. Sieht man auch im Egmont, im allerersten Werk. Also wenn du Egmont ansprichst, Goethe selbst hat ja auf eine andere Zeit zurückgeblickt, als er es geschrieben hat, auf die Zeit der niederländischen Befreiungskämpfe aus der spanischen Okkupation. Und er hat darin eine Figur gefunden, die ihn wohl besonders angesprochen hat, also diesen Egmont, diesen Freiheitshelden, der aber aus politischen Gründen fällt, geopfert wird, scheitert, ein tragischer Held. Möglicherweise ist es das auch, was Beethoven angesprochen hat. Inwiefern findest du nun, dass dieses Spanische irgendwie auch in der Musik von Beethoven enthalten sein könnte? Beethoven muss die Szene setzen in dem Werk, weil er will in einer Ouvertüre praktisch die ganze Geschichte erzählen und eine Geschichte von einem Freiheitskämpfer. Es war sicher ein Stoff, für den Beethoven sich interessiert hat. Die Freiheit des Individuellen ist zum ersten Mal in der großen Gesellschaft thematisiert worden. Wir kommen dazu zurück, dass Beethoven die Szene setzen muss. Und das tut er, indem er einen spanischen Hoftanz suggeriert. Ganz am Anfang bekommt man in 3/2 Takt eine Taktart, die Beethoven nicht geschrieben hätte, wenn er nicht etwas damit sagen wollte. Und dieser Taktart sowie die Musik in der Einleitung ist definitiv die Abbildung von einem spanischen Hoftanz, die Sarabanda. Das hört man selten, finde ich, in vielen Aufnahmen, weil es ist ein anderes Thema vielleicht, aber man hat, finde ich, im 20. Jahrhundert durch viele Aufnahmen Beethoven ein bisschen aus seiner Zeit gerissen, wie man Beethoven spielt. Man hört selten, dass es überhaupt einen Tanz gibt. Es ist mein Bestreben. Ich werde natürlich probieren, dass dieser Tanz hörbar ist, wie ich ihn auch in der Partitur sehe. Das heißt, hier haben wir einen Bezug zwischen dem deutschen Beethoven und einer spanischen Musiktradition, könnte man so sagen, zum Zwecke einer Dramatisierung, einer musikalischen Dramatisierung der textlichen Vorlage von Goethe. Eine andere textliche Grundlage bildet Ludvig Holberg, ein norwegischer Lustspieldichter aus dem späten Barock, und der muss wohl sehr bekannt gewesen sein zu seiner Zeit und eben auch noch zur Zeit, als Edvard Grieg gelebt hat, denn Edvard Grieg hat diesem Ludvig Holberg eine eigene Suite gewidmet, die sogenannte Holberg-Suite. Suite, das ist ja eigentlich aus der Barockzeit stammend eine Zusammenfassung von Tanzsätzen, und so hat Grieg es auch gemacht. Er hat 5 Tanzsätze herausgenommen aus der Zeit von Holberg und daraus ein Stück komponiert. Natürlich, Grieg war kein Barockkomponist, er war romantischer Komponist. Wie siehst du nun das Verhältnis musikalisch zwischen dem barocken Lustspieldichter und den Tanzsätzen und Griegs eigener Zeit? Ich glaube, es war immer eine interessante Aufgabe für einen Komponisten, in einem alten Stil zu schreiben. Man findet überall Stück im alten Stil oder etwas Ähnliches, weil Komponisten auf ältere Zeiten vielleicht ihren Take auf die Sache erforschen wollten. Und das macht Grieg auch in dieser barocken Tanzsuite. Die Harmonik, die er verwendet, ist sehr, sehr barock. Man erkennt Quintfallsequenzen und gewisse Sachen, die man auch bei Bach oder Händel hören kann. Und dennoch erhält man Grieg seine eigene Sprache, besonders in den Mittelsätzen, finde ich. Ich finde, die Außensätzen, das Präludium und das Rigaudon, kann man zurückführen auf die Vorlagen. Also man hört ganz klar die Tanzvorlagen. Aber die mittleren Sätze, zum Beispiel die Arie, da kommt Grieg viel mehr seine musikalische Sprache hervor. Und es ist wunderschön, wie er diesen alten Stil mit seiner eigenen Sprache vermischt. Wenn ich auf die Partitur schaue, dann fällt mir im Vergleich zur Barockmusik auf, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen könntest, dass Grieg in einer Weise mit dem Tempo
freier umgeht, als es in der Barockzeit vielleicht denkbar gewesen wäre. Also es gibt hier durchaus Rubati und viele langgezogene Ritardandi auch, was in der Barockzeit vielleicht so nicht gewesen wäre. Ja, genau. Er hält sich nicht irgendwie strikt oder musikwissenschaftlich an Vorgaben aus der Zeit. Ich glaube, er wollte einen Charakter hervorrufen in seinem Stück. Man sieht, wie er für Streicher schreibt. Er hat komponiert, wie keiner zu der Zeit, zum barocken Zeit, geschrieben hätte. Das war ihm, glaube ich, weniger interessant. Er wollte einfach einen Charakter hervorbringen. In der Air zum Beispiel bekommt das Stück was Elegisches, was Langatmiges, was vielleicht an eine Landschaft erinnert oder an Folklore vielleicht erinnern könnte. Das waren Themen für Grieg in seinem anderen, weiteren Schaffen. Dass er sich an nichts Striktes halten will, macht das Stück wirklich zum eigenen und ein eigenes Werk von ihm. Und ich glaube auch ein höchst erfolgreiches Werk. Also wenn man an Grieg denkt, denkt man vielleicht an Bergin-Suiten, an Klavierkonzert und dann kommt wahrscheinlich schon Holberg-Suiten. Ja, wird sehr häufig gespielt, war zuerst ein Klavierwerk, das er dann für Streicher gesetzt hat. Und ich kann mich erinnern, das erste Mal, ich war in einem Konzert, ich war wahrscheinlich 13 und eine Schülerin in unserer Klavierklasse hat das im Abschlusskonzert gespielt, die ganze Suite. Und ich fand dieses Präludium schon damals so toll und so schön. Ich wollte es selber spielen und bin froh, dass ich dirigiere es zum ersten Mal, bin froh, dass ich es auf das Programm setzen konnte. Eine Frage in Klammern nur, weil es mich interessiert. Die Metronomzahlen sind für dich bindend? Ich meine, das sind rasend schnelle Metronomzahlen zum Teil. Ja. Sieht das aus? Ja, natürlich wird alles filtriert durch wenn ich eine Partitur anschaue und Metronomzahlen, durch mein Verständnis für Musik. Man weiß nicht, mit was für ein Gerät Grieg gearbeitet hat. Ich muss schauen, was sind die Tempi, die jetzt mit den Musikerinnen und Musikern, mit denen ich zusammenarbeite, in dem Raum und der Akustik, in der wir das Stück spielen. Was ist für mich am musikalischsten? Ich versuche das in Verbindung zu bringen mit dem, was da steht, aber ich lese nicht sklavisch die Metronomzahlen. Retrospektus heißt unser letztes philharmonisches Konzert in der heutigen Konzertsaison in Bad Reichenhall. Am Schluss dieses ganzen Jahres steht eine ebenfalls sehr beliebte Sinfonie von Johannes Brahms, seine zweite Sinfonie, 1877 in Pörtschach am Wörthersee entstanden. Man sagt gerne auch, es sei eine heitere, eine sommerliche Sinfonie. Mich würde interessieren, Daniel, wie hast du gerade diese zweite Sinfonie, von der war ja auch schon im Abo 5 die Rede, als wir über Dvorak gesprochen haben, wie hast du das jetzt eingebaut in ein rückblickendes Konzertprogramm? Das ist vielleicht das Stück, was sich am meisten abstrahiert von dem Titel Retrospektus. Und dennoch gibt es Merkmale generell in Brahms ganzen Schaffen, was einen eher konservativeren Blick auf die Musik vorzeigt. Das ist zum Beispiel, dass es in der Zeit im 19. Jahrhundert gab es für viele Komponisten den Brahmschen Weg oder den Listschen Weg. Entweder gab es absolute Musik, die auf nichts bezieht, also auf keine bestimmte Vorlage bezieht, auf keine Geschichte. Und dann gibt es Programmmusik auf der anderen Seite. Hat Wagner in seinen Opern, in seinen Gesamtkunstwerken versucht zu perfektionieren, zu einer Einheit zu bringen. Aber man sieht in der Zeit, wie Komponisten oft sich für einen Weg entscheiden haben müssen. Und Brahms definitiv hat Programmmusik in der Regel, hat sich eher davon entfernt, hat keine Opern geschrieben. Es gibt kaum Werke bei Brahms mit einem Programm. Und das gilt in der Zeit als eine eher konservative Sichtweise auf die Symphonie. Es ist in keiner Weise altmodisch und ich will auch nicht suggerieren, dass die Werke in dem Programm aus einem Fernglas betrachtet werden sollen. Sie haben nur mit alten Formen eher zu tun und Brahms war definitiv ein großer Symphoniker und schreibt in seiner Symphonie absolute Musik, die man zu keinem Programm irgendwie einordnen kann. Das heißt, hier steht er wohl eher in der Tradition von Beethoven, nicht unbedingt der Pastorale, aber der anderen Sinfonien. Das heißt, wo es dann stark auch um Form geht und um die Durchexerzierung der sinfonischen Form. Also insofern passt auch die zweite von Brahms in unser Konzertprogramm Retrospektus. Das Konzert wird wann stattfinden? Es wird am 22. Oktober, Freitag, stattfinden um 19:30 Uhr im Theater. Wir
streben es an, das zum ersten Mal ohne Abstände zu spielen. Das ist ein ganz, also für uns eine sehr erfreuliche Sache. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder nach langer Zeit, fast anderthalb Jahren, zusammenrücken können, sitzen, wie wir immer gesessen haben, und darauf freuen wir uns, diese fantastischen Werke in einer eher normaleren Aufstellung zu spielen. Und darauf freue ich mich auch sehr, und ich hoffe, auch Sie freuen sich darauf, und wir freuen uns beide, wenn wir Sie dort begrüßen können am 22. Oktober beim ABO 6. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auch auf das nächste Jahr.